Hi, wir sind hier in den Studios von Eskimo Callboy, die hier mit einer wunderschönen Frau vertreten sind. Sonntag, zweiter Studiotag, nehmen wir unseren Song auf. Es wird geil. Hey Gabe, wo fühlst du denn was? An den Eiern. Na, nochmal. Geht auf jeden Fall klar. Eigentlich, also wenn du das drauf kriegst. Und am Ende, der ging ganz durch dann, ne? Ding ist, das ist immer so vorgezogen, das ist heavy, weißt du? Ja. Oh, oh, das ist awesome! Oh, ich seh's schon, das wird awesome! Hier steht so wahnsinnig viel Equipment rum, das ist so geil! Guck mal, guck dir das alles mal an hier! Dann schauen wir mal, was die anderen Granaten so machen. Ja, läuft, würde ich sagen. Das ist geil. Warte, wir haben ja gerade geile Bilder am Start. Aber wir machen das doch gleich eh, wenn wir das Lied aufnehmen. Ja. Sehr gut Zombies in den Filmen synchronisieren könnte. Synchronsprecher für Zombies. Ja, da sind noch viele Jobs frei, glaube ich. Ich habe mir heute extra eine lange Unterhose angezogen. Ich muss eigentlich mal so eine Zeitschaltuhr oder so holen. Das steht mal auf 7 Uhr, dann heißt das 3 Stunden vor. Für gefühlte 50 Euro. Schau mal, wie das für dich ist. The nightmare begins. Fuck. Hat jemand Helium? Hier mein Körper, Meister zufrieden? Ja. Ein bisschen tiefer bitte. Mehr so. Ja, ein bisschen mehr Crunch dabei, ja? Bisschen Crunch. Ja, komm, du weißt, was ich meine, Baby. Gib mir Crunch, gib mir Crunch. Pass auf, komm, ich hätte die Ratze von dem Sushi. Ja, nicht da an die Scheibe packen, das ist echt eklig. Jetzt bin ich auch auf der Leinwand. Das ist verewigt, ey. Die Rotzscheibe von Eskimo Callboy. Yay. Ich bin jetzt ein Megaboss, klar. Ich bin der erste Boss ist weg, zweite Boss ist hier, bin ich jetzt Boss, ne? Was willst du? Macaroni? Macaroni Sucuk. Ich glaube 88. Menü 1 nimmt er auch. Besetzt. Wie besetzt? Was geht denn da, ey? Kassel brauchst du jetzt nur noch andere Einwohner? Jetzt, ihr lacht jetzt, weil ihr aus Köln kommt, besonders in der Großstadt. Wir haben ja über 80.000 Einwohner hier. Kassel, Roxel City! Aber das heißt ja auch nicht umsonst Europastadt im Grünen, ne? Ja, es ist so. Und es ist eine Europastadt, wenn man das so sagen darf. Stefan Raab macht sich auch drüber lustig. Ich glaube, du hast doch gestern gesagt, als wir hier angekommen sind, boah, guck mal, die haben eine Straßenbahn, ey. Ich meine, wir machen uns ja auch immer so Dörfer lustig, aber ey, so krass sind wir gar nicht eigentlich. Nein, ich auch nicht. Also, ich glaube, Stefan Raab mal irgendwann gesagt, da ging es um Kindernamen oder so, und dann meinte ich nur so, ja, wäre ja auch krank, wenn man sein Kind irgendwie Castor Brauxel nennt. Direkt hier neben ist Herne Wanne Eickel. Nach Castor Brauxel. Nach Castor Brauxel, ja. Da kommen die ganzen Assis von Oliver Geissen her, oder?
Ja. Kennst du Scheiß, Alter. Double time, wo? Weil der angepisst ist? Ja. Ja, der ist schon geil. Lass es hin. Okay. Hi guys, es ist ein Eskimo Cobalt. Was? Hi guys, es ist ein Suddenly Came Glory. Wir sind gerade fertig geworden zum Studio. Wir werden den Track auf jeden Fall bald veröffentlichen, wissen nur nicht wann. Mischwer, Masse, Scheiß. Aber auf jeden Fall, die Tage hier, die waren sehr geil. Die Arbeit mit dem Pascal, es war wirklich 1A in der Tunes. Vielen Dank für euer Support soweit und wir werden den Track auf jeden Fall veröffentlichen, auf jeden Fall bald. Wir haben noch Akustik-Zeugs, wird auch bald rauskommen und noch Videos und was weiß ich. Also wir haben auf jeden Fall noch viel, viel Material, das wir noch veröffentlicht werden. Also bleibt dran. Vielen, vielen Dank für euer Support. Ciao. Tschüss.